Meine Damen und Herren, Andreas Mayer und Top Quarks, Top Physik, Top Stimmung. Ja, vielen Dank, Silke. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier versammelt sind. Und ich muss zugeben, ich habe noch selten auf Konferenzen über Top Quarks so viele Leute gesehen. Für diejenigen von Ihnen, die nicht wissen, was ein Top Quark ist, da werde ich mal bei den Grundlagen anfangen. Und ich hole Sie dort ab, wo Sie manchmal sind, nämlich beim Rewe. Und ich war vorgestern beim Rewe und habe was eingekauft. Und zwar unter anderem Götterspeise, die habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen. Habe da drauf geschaut auf die Zutatenliste und konnte nicht alles auf Anhieb identifizieren. Völlig klar, wir Physiker stellen keine Götterspeise her und wenn dem so wäre, wäre die Zutatenliste so. Jetzt bin ich ein spezieller Physiker, ein Teilchenphysiker und für uns ist es immer noch zu kompliziert. Wenn Teilchenphysiker Götterspeise herstellen würden, wäre die Zutatenliste so. Sie sehen, das, damit kann man alles bauen, Götterspeise, damit kann man auch hier Säulen bauen und Max-Planck-Institute. Kann man damit auch Menschen bauen? Ich war bei IKEA in der Personalabteilung, dort mal nachgeschaut, was es so gibt, bin bei diesem Slogan hängen geblieben, bau dir einen Freund. Und da habe ich dann auch eingekauft und habe mir meinen Kollegen gebaut hier hinten, der ist auch recht gut geworden. Was man dazu braucht, ich habe das erst nicht glauben können, aber ich habe hier Ihnen die Bauanleitung ausgedruckt. Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie übrigens gerne beim Max-Planck-Institut an. Man braucht einfach 18 Quadrilliarden Neutronen, 23 Quadrilliarden Protonen und genauso viele Elektronen, die waren dabei. Und dann muss man einfach 4,7 Quadrilliarden mal ein Wasserstoffatom zusammenbauen, ein paar Kohlenstoffatome und Sauerstoff und schon ist man fertig. Und das ist eigentlich super geworden. Jetzt glauben Sie mir das vielleicht. Man kann sogar Menschen damit bauen. Natürlich ist es, wie Sie unten sehen, das ist der Stand von 1932. Was ist denn dazwischen passiert? Ja, wir haben viele neue Dinge entdeckt, die eben in unserer normalen Welt nicht vorkommen. Auch haben wir entdeckt, dass Sachen, dass Teilchen, von denen wir denken, sie wären elementar, gar nicht elementar sind. Das sieht man, weil ich nämlich nicht von allen die niedliche Plüschversion habe. Hier und da oben. Was wir herausgefunden haben, ist, dass überall die Elementarteilchen drin stecken. Und diese drei machen das Neutron und diese drei das Proton. Auf der nächsten Seite, die haben Sie jetzt schon gesehen, sind all diese Teilchen des Standardmodells versammelt. Hier oben fehlt eins, wer das weiß, kriegt nachher einen feuchten Händedruck von mir. Weiß jemand? Richtig, Top Quark. Gut. Jetzt kann man sich fragen, wieso sehe ich das nicht in der normalen Welt? Man könnte natürlich naiverweise annehmen, dass Charm Quarks in schönen Frauen verbaut sind oder Strange Quarks in so manchem Physiker. Unsere Welt sieht nämlich leider wirklich so aus. Und wenn wir wollen, dass wir das andere auch sehen können, das interessiert uns natürlich als Physiker, dann müssen wir einfach nur die schöne Frau auf 1 Milliarde km/h beschleunigen und schon hat sie einen Charm Quark drin. Wie machen wir das? Das ist natürlich nicht so einfach. Und deswegen haben wir Physiker den Large Hadron Collider gebaut. Das heißt, großer Hadronenbeschleuniger. Und der ist auch wirklich groß. Ist in Genf, im Schweizer Jura. Insgesamt ist er tief, lang, kalt und leer. Er ist nämlich 100 Meter tief unter der Erde. 27 Kilometer lang ist der. Und seine Magnete sind mit minus 271 Grad Celsius neben anderen Tieftemperaturlabors hier auf der Erde die kältesten Orte im Universum. Außerdem kann man dort unten schlecht atmen, da ist nämlich 10 hoch minus 13 Bar, das ist weniger Luftdruck als auf dem Mond. Noch ein paar Zahlen dazu, 300.000 Milliarden Protonen fliegen dort unten rum. Wem das nichts sagt, dem sagt vielleicht die nächste Zahl was. Wir haben 120 Megawatt Energieverbrauch, 1 Kilowatt ist ein Wasserkocher, das sind also 120.000 Wasserkocher. Das hört sich nicht so beeindruckend an, allerdings hat jeder dieser Wasserkocher 50.000 Euro gekostet. So, damit haben wir schon ein ziemliches Gerät. Das schürt natürlich auch Ängste, wie immer, große Wissenschaft vor dem Weltuntergang. Dem ist aber nicht so, kann gar nicht sein, denn der LHC ist nämlich eigentlich nichts anderes als eine Wasserrutsche. Und jedes Teilchen darf hier 11.200 Mal pro Sekunde runterrutschen, völlig klar. Und wenn es da keinen Stau gibt, dann ist da eine Top-Stimmung.
Was die Freunde aber nicht wissen, ist, dass auf der anderen Seite das gleiche Team nochmal am Start ist. Ja, Physiker haben das extra so entworfen, völlig klar. Wir sind in der YouTube-Generation und wir erfreuen uns an Schadenfreude. Deswegen haben wir da auch eine riesige Kamera aufgebaut. Und wir haben uns natürlich auch ein paar Gedanken darüber gemacht, welche Kamera wir da nehmen. Unsere Kamera heißt Atlas-Detektor und unsere Kamera wiegt 7000 Tonnen. Sie ist halb so groß wie die Kathedrale von Notre Dame, also 45 Meter lang und 25 Meter hoch. Sie hat 90 Millionen Pixel. Ein paar von Ihnen haben vielleicht eine tolle Digitalkamera von Ixus oder so. Und die hat auch etwa so 10 Millionen Pixel. Allerdings bin ich sicher, dass Ihre Digitalkamera nicht 40 Millionen Mal pro Sekunde von selbst entscheidet, ob sie ein tolles Foto macht oder nicht. Das dann auch speichert. Das kann diese nämlich. 3200 Terabyte Daten pro Jahr fallen an. Das sind also 3200 Aldi-Festplatten, die man kauft. Und für jede von diesen Festplatten braucht man einen Wissenschaftler, der die einkauft. Deswegen sind halt 3000 Wissenschaftler arbeiten an dem Atlas-Detektor. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Rechts, links, Teilchen rein, fertig. Los geht's. Wir haben die Kamera, wir haben alles und zack. 600 Millionen Mal pro Sekunde passiert das. Und was uns jetzt hier stutzig macht, es sind nur rote losgeflogen. Und es sind andere Teilchen entstanden. Es ist ein bisschen so, als würde man mit zwei zweijährigen Kindern in eine Wasserrutsche gehen und unten mit fünf Kindern zwischen 0 und 20 ankommen. Wo kommen die her? Wir fragen die. Die kommen aus der Energie. Einfach weil es so schnell war und die ihre Energie abgebaut haben durch diesen Knall, sind aus der Energie neue Teilchen entstanden, völlig neue. Und ich habe wirklich Glück in diesem Vortrag, denn eins von diesen ist der Top-Quark gewesen. Und es passiert einmal in 300 Millionen Kollisionen. Vielleicht haben Sie noch nicht dieselbe Freude an Top-Quarks wie ich. Das will ich jetzt Ihnen vermitteln. Nämlich, wieso interessieren wir uns für Top-Quarks? Also, die wurden erst 1995 gefunden, also die sind ziemlich neu. Dann sind sie ein Teil des Standardmodells und das Standardmodell beschreibt unsere Erde und deswegen sollten wir die auch gut kennen und vermessen. Außerdem sind sie das schwerste von allen Quarks und sie haben dadurch auch Auswirkungen auf andere Modelle. Was mich aber als Physiker und viele meiner Kollegen nach 5 Uhr abends, nach 8 Uhr abends noch hier im Institut hält und mich bis 5 Uhr morgens vor Aufregung nicht schlafen lässt, ist, dass diese Quarks unglaublich cool sind. Lustig, oder? So. Und lassen Sie mich jetzt kurz ausführen, wieso die so cool sind. Das interessiert wahrscheinlich jeden. Wer von Ihnen kennt den hier? Was ist das? Weiß jemand? Ja, das ist ein Tyrannosaurus Rex. Sehr richtig. Der Freund wiegt 7000 Kilo, 12 Meter lang und hat eine Coolness von 100%. Völlig klar. Schauen wir mal den an. Wer kennt den? Kennt keiner? Das ist der Compsognathus. Wieso kennt den denn keiner? Der wiegt 1 Kilo, ist 1 Meter lang und hat eine Coolness von 0 bzw. eine Weakness von 100%. Und das können wir direkt übersetzen. Hier das Top-Quark, das wiegt ungefähr 173.000 Megaelektronenvolt. Das Down-Quark nur 5. Die Ladung hat es von 2 Drittel, das Down-Quark nur 1 Drittel. Und es hat eine Topness von 100 und das Down-Quark hat eine Topness von 0. Das allein sollte schon ausreichen. Damit Sie sehen, dass ich nicht nur willkürlich 2 ausgewählt habe, habe ich noch willkürlich ein drittes ausgewählt. Indem wir das vergleichen, das ist nämlich das Strange Quark und das ist zwar ein bisschen schwerer und deswegen natürlich ein bisschen cooler, hat aber die gleiche Ladung, auch 0% Topness und dazu die Strangeness und deswegen nehmen wir das auch nicht. Schauen wir mal, was wir mit denen machen. Wir wiegen die natürlich, weil das interessiert uns besonders. Und der Vergleich mit dem Dinosaurier hat uns gerade so viel gebracht, den treiben wir jetzt noch ein bisschen auf die Spitze. Wir wiegen die nämlich genauso wie den Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, den stellt man auf die Küchenwaage und das Top-Quark hält man in den Atlas-Detektor. So ist die naive Herangehensweise. Wenn man es mit dem T-Rex ausprobiert, merkt man, ups, er ist schon tot. Jetzt wird uns ein bisschen mulmig, wir fragen uns, wie lange lebt denn das Top... Ups, das ist auch schon tot. Es lebt nämlich im Durchschnitt nur so lange. Das Einzige, was uns also übrig bleibt, ist die Zerfallsprodukte zu messen, die Knochen oder die
Quarks, die übrig bleiben und die Elektronen. Und das tun wir. Und was dann am Ende rauskommt, sehen wir gleich. Hier das Gewicht von einem Tyrannosaurus Rex Schädel, da habe ich mich extra bei Dinosaurier-Experten erkundigt. Der leere Schädel, so wie er versteinert gefunden wird, wiegt 300 Kilo in etwa. Und bei uns, die Zerfallsprodukte des Top Quarks, können zum Beispiel eine Energie von 80 Gigaelektronenvolt haben, das ist einfach nur eine andere Einheit, und einen Impuls von 30. Wieso habe ich jetzt dieses zum Beispiel? Ja, das zum Beispiel ist das Wichtigste an dem Ganzen. Am Beispiel des T-Rex erklärt, könnte ich einen Baby-T-Rex finden, dessen Schädel wiegt dann nur niedliche 50 Kilo. Oder ich finde den Schädel von einem T-Rex, der doppelt so schlau war wie sein Kumpane, deshalb dann 5 Minuten später ausgestorben, hatte aber einen doppelt so schweren Schädel. In diesem Fall reicht mir ein einziger Schädel nicht aus, um festzustellen, wie viel die T-Rexe gewogen haben. Das ist das Gleiche bei uns, bei den Teilchen. Da müssen wir ganz viele vermessen. Wenn wir das tun, genauso wie die Paläontologen, finden die für die Masse des T-Rex eine Masse von 7 plus minus 2 Tonnen. Und was wir finden, und worauf sie natürlich den ganzen Abend gewartet haben und sich jetzt mit mir freuen, dass es kommt, ist die Masse des Top Quarks. Und die ist 174,5 plus minus 0,6 plus minus 2,3 Gigaelektronenvolt. Ich sehe schon, Sie freuen sich mit mir. Vielen Dank. Und als Top-Physiker ist man natürlich ein bisschen einsam. Wenn man top ist, ist man immer alleine. Und deswegen schauen wir auch andere Physiker um uns. Genauso natürlich auch Dark Matter-Physiker. Und genauso schaut auch das Top Quark seine Freunde um sich. Und genauso feiern die heute Abend, genau wie wir, in Top-Stimmung. Vielen Dank.